Hallihallo. Heute zeige ich euch, wie man seine Steigeisen aufmutzt, damit sie auch hundertprozentig forst- und jagdtauglich sind. Kennt ihr das Problem? Große Füße und ihr rutscht immer wieder vorne aus den Steigeisen. Ich habe hier eine einfache Lösung, die sich bewährt hat. Bei Forstarbeiten werden die Steigeisen auch seitlich sehr belastet. Da bei meiner Schuhgröße die vordere Aufnahme den Schuh nicht richtig aufnimmt, habe ich einfach einen Schweißdraht hinzugefügt und so den Schuh am Steigeisen fixiert. Na, dann wollen wir das Ganze mal testen. Gerade beim Aufstieg mit Steigeisen sollte darauf geachtet werden, dass die Füße nicht zu weit zusammen sind, da man sonst gerne in den anderen Hosenbeinen einhängt und sich die Hosen kaputt macht. Ob Querung oder senkrechter Aufstieg spielt hier keine Rolle. Aufgrund der langen Zacken ist das Queren im laubigen und arschigen Gebiet kein Thema. Steilere Stellen können auch mit den Frontzacken übergangen werden. Hier kann man gut sehen, wie steil es wirklich ist. Gerade beim Runterlaufen ist die vordere Aufnahme sehr wichtig. Hier bewährt sich jetzt meine Änderung. Der zusätzlich angebrachte Schweißdraht sorgt hier im vorderen Bereich für guten Halt. Auch bei arschigem Untergrund ist hier kein Problem zu sehen. Durch den großen Zackenabstand bleibt nichts in den Steigeisen hängen. Auch die Kombination aus Waldboden und Felsen ist hier kein Thema. Bei steileren Abstiegen kann die Ferse in den Boden gerammt werden. Eine kleine Änderung am Steigeisen, die viel bewirkt. Auch bei anderen Untergründen funktionieren die Steigeisen nach wie vor noch. Schneefelder und normale Wiesen.
Jetzt zeige ich euch, was ich noch genau gemacht habe. Im vorderen Teil der Steigeisen waren original noch Löcher. Diese habe ich verwendet, um den Draht einzufädeln. Den Draht habe ich einfach auf der unteren Seite umgewogen. Wichtig ist, dass beim Binden der Draht mit dem Band mitgebunden wird. Dies stellt sicher, dass der Draht nicht Richtung Zehe abwandert. Wenn ihr andere Ideen habt, ab in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal.